Wir haben in Münzingen seit anderthalb Jahren ein sogenanntes Mobilitätszentrum, in dem Pedelecs ausgeliehen werden können. Allein dieses Jahr hatten wir von Mai bis Oktober 1.800 Ausleihen. Das zeigt, dass hier ein großer Markt sich entwickelt, dass aber dafür auch infrastrukturelle Einrichtungen notwendig sind. Und ich bin sehr dankbar, dass dieser Informationsterminal eben mehr kann als nur Informationen vermitteln. Hier kann aufgetankt werden und das durch Sonnenenergie. Wir sind überzeugt davon, dass die E-Mobilität nur dann wirklich sinnvoll ist, wenn wir sie durch regenerative Stromerzeugung möglich machen und daher eben unsere Solitanks. Das Schöne ist, dass dieses Gerät sich selbst finanziert, dass die Firma Brunner erklärt hat, sie kümmert sich um die Partner, die die Finanzierung stemmen. An der Stadt Münzingen lag es mehr oder weniger, den Standplatz zur Verfügung zu stellen, und das haben wir gerne getan. Wir haben als Funktionalität einerseits diese Informationsbeschaffung über vorgefertigte Buttons der Schwäbischen Altbahn, des Biosphärenzentrums, der städtischen Seite und der Tourismusseite von Münzingen. Dann können wir kostenlos unser E-Bikes tanken an drei Schoko-Steckdosen. Dann können wir Handys kostenlos laden, auch neu für gewisse Handygenerationen über Induktion. Dann können wir ein Selfie verschicken in alle Welt an E-Mail-Adresse der Wahl. Und wir haben die WLAN-Geschichte auch kostenlos im Umkreis von 100 Metern oder halt auch am Platz, wenn man so will, sogar überdacht mehr oder weniger durch die Solarpaneele. Kann man sich da kurz hinsitzen auf das Bänkle und dort einfach verweilen und im Internet surfen. Aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen Jahren, das ist vor allem natürlich wieder ein Punkt, an dem WLAN möglich wird, anzieht, Publikum anzieht, vor allem auch junge Menschen. Und wenn dann dieses Gerät dann auch noch die Funktion verbindet, dass dort das Handy geladen werden kann, wird es tatsächlich auch ein Magnet werden, ein Kommunikationspunkt hier, und kommt man zusammen, um sicherlich auch ins Gespräch zu kommen und nicht nur die Geräte aufzuladen, sondern sich auch gegenseitig etwas anzuregen durch Gespräche und Diskussionen. Wir können es weiterempfehlen, weil wir gute Erfahrungen gemacht haben, jetzt hier den ersten Solitank einfach bei uns platzieren durften oder konnten. Ich habe sogar schon weiterempfohlen, bin gespannt, ob diese Empfehlung dann auch zu einer Platzierung führen wird.